Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen tollen Video. Ja, vor ein paar Monaten war Tanzi hier auf dieser Couch und wir hatten folgende Idee. Wann räumst du eigentlich mal deine Bude auf? Ich habe letztens ein Video von dir geguckt, es ist da im Hintergrund, es wird ja immer mehr. Was soll denn das hier? Wir können doch mal zu dir vorbei, bei dir vorbeikommen und räumen das einfach gemeinsam auf. Ja, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, gerne, wir machen das direkt. Ja. Direkt? Direkt. Ja. Wir wollen doch nichts dafür, wir haben genug Geld. Und heute wird diese Idee Wirklichkeit. Wir räumen Tanzis Bude auf. Willkommen zu Einsatz in vier Wänden. Einsatz in vier Wänden. Eine ganze Generation treu-dover Teenager wurde durch Tanzverbots, abwechslungsreiche Ansagenvideos geprägt. Doch von der eigenen, beispiellosen Erfolgsgeschichte geblendet, hat der spitzbübische Spargel-Tarzan seine vier Wände zu einem traurigen Trümmerhaufen verkommen lassen. Es ist Zeit, für Ordnung zu sorgen. Nun bitte ich, Freunde, euch die Kehle nicht zu schonen. Wir singen ein Lied. Komm doch rein. Tanz, wir haben heute eine Challenge und zwar räumen wir heute bei dir auf. Ja, wir haben, das habe ich mitbekommen. Ja, und das, also, du kannst ja mal gucken, Luki, das ist also dein Zimmer, dein Reich. Das ist mein Zimmer, welches und halt auch dementsprechend verunstaltet ist. Das gibt es so. Wirklich, ne? Man sieht also so. Das gibt es wirklich, das ist ja nicht irgendein Schauspiel oder so, weil viele Leute sagen ja auch immer, dass die Cam genau darauf angepasst ist, dass es genau in diesem Winkel ist. Es ist überall gleich dreckig. Es ist überall gleich dreckig. Das ist, hier ist meine Wohnung. Das ist hier meine Wohnung. Ich bin so froh, dass die beiden endlich da sind. Ich versinke hier in meinem Chaos. So don't worry yourself. Mensch, ganz schön vermüllt hier, ne? Aber das kriegen wir in den Griff. Ganz sicher. Vor uns ist kein vollgewichstes Taschentuch sicher. Versprochen. Hast du ein bestimmtes Ding, was auf jeden Fall stehen bleiben muss? Mein PC sollte stehen bleiben. Sammelst du Pfand? Sollen wir das Pfand wegschmeißen und was behalten? Ja, sag mal. Ah, das sind alles Pfandflaschen hier. Also was für wegwerfen. Geld sollen wir noch nicht wegschmeißen. Nein. Ne? Mit genügend Sorgfalt, dem gewissen Fingerspitzengefühl und tonnenweise Ehrfurcht bepackt, beginnen Dennis und Benny mit der Müllbeseitigung. Hey, Jamba, hey. Hey, Jamba, hey. Dabei bleibt den beiden Sumba-liebenden Bildungsbürgern kein noch so gut verstecktes Geheimnis verborgen. Was ist denn hier mit? Das gehört doch auf die Toilette, Tanti. Was ist denn hier? Das gehört doch aufs Klo. Ja. Mach doch hier nicht. Ja. Das ist ja. Falls ich es nicht mehr aushalte. Ich würde sagen, ich mache Pfand, du machst Müll. Schick der Schluck. Einmal nur. Ach, Scheiße! Es ja. Ist natürlich der Ehrgeiz auch geweckt. Klar. Jetzt will man viel schaffen. Was keiner weiß, das hier, es ist hier Kunst, moderne Kunst. Hier sind Socken, was sind denn Socken? Hol den Tanzi mal her, der muss auch sagen, was wird's. Tanzi, komm mal her. Das ist immer krass so, wenn man eine unaufgeräumte Wohnung hat, dann verliert man immer mehr Socken und beim Aufräumen checkt man den Alter, man hat 100 Paar. Ja. Weil ich, anstatt zu suchen, kaufe ich mir dann immer einfach neue Socken. So, und dann kommt sowas dabei raus. Möchtest du das nehmen? Was habt ihr entdeckt? Ein paar Taschentücher aus den Schnupfen hat es wahrscheinlich. Schnupfen. Das sind Schnupfen. Das Schnupfen. Ey, am Schreibtisch kann man mir das wirklich nicht vorwerfen. Nee, da kann alles Mögliche passieren. Da kann alles Mögliche passieren. Wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Was am Schreibtisch passiert, bleibt am Schreibtisch, oder? Mach den Schlund auf. So. Gut, dass du es da selbst mit anpackst. Ist schon mal natürlich eine Ehrenmann-Aktion. Kannst ihn klein machen. Ist natürlich hier sehr heikel. Also bisher macht Tanzi einen echt guten Eindruck. Ja? Er gibt Gas, er wischt mit, er putzt mit. Ich glaube, der Tanzi will wirklich was ändern. Nur bei ein paar Dingen, da reagiert er ganz schön emotional. Also von mir aus kann der ganze Müll hier raus. Aber eine Sache, die bleibt, und das ist meine Taschenmuschi, damit das klar ist. Das Wegräumen liebgewonnener Müllberge setzt dem sonst so coolen YouTube-Star sichtlich zu. Doch ein blitzblanker Neuanfang kann nur in einer möglichst keimfreien Umgebung funktionieren. Das muss ich auch ein Tanzverbot eingestehen. So, das kommt natürlich auch weg, Tanzi, gesunde Ernährung. Was wird das denn? Nicht? Da ist doch noch was drin, das bleibt hier schön stehen. Willst du dich immer gesünder ernähren eigentlich? Ist das dein Plan? Ja, wenn das Glas leer ist. Wenn das Glas leer ist, ja. Hast du oft gesagt, das ist ja viel Glas. Nee, aber wenn das Glas leer ist. Okay, wenn das Glas leer ist. Was habt ihr getan? Ihr habt irgendwas ausgeschüttet, was schon lange... Ja. Das? Oh Mann, Junge, das ist ja super eklig. Was ist das denn? Ist das Gulasch? Das ist Energy, wenn er ganz lange steht. Mhm. Tanzi, ist das hier Müll oder ist das oder behältst du das? Ich werf das weg. Ja, super. Ja.
So eine Sauerei. Das ist ein Placement hier, das Video. Schützt euch. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Ecke und schieben ein bisschen in den Höhe, dass wir da auch vorbei. Ja, ey, kein Problem. Alle Möglichkeiten. Wie viele Dosen trinkst du denn am Tag von Energy Drinks? Ich muss es auskippen. Nee, kommt drauf an. 2-3 Dosen bestimmt. Frühstückst du gern? Ja, nicht ganz. Ist er doch noch. Luki, das ist Catering. Spesen. Hier. Ey, das ist nicht das, wonach es aussieht. Tanzi kann sich nicht trennen. So, das kann aber weg, ja, oder? Ja, ganz sicher. Weg mit dem Scheiß. Alter, was liegt denn da alles hinter? Diese Kakaoflasche ist von Treffen von mir und meinem Onkel von vor 3/4 Jahr. Was ist das denn überhaupt? Ach, Betriebs- und Heizkostenabrechnung. Warum sind denn hier so viele Q-Tipps? Ach so, weil ich immer meine Ohren sauber mache und die dann liegen lasse. Wo sich einst verkrustete Taschentücher und leer gefutterte Ravioli-Dosen die klebrige Klinke in die Hand gaben, ist nun eine gepflegte Wohlfühloase entstanden. Auch mit dem irritierenden Raumduft, welcher an einen Mix aus in der Sonne eingegangenem Meerschweinchen und abgelaufenem Hüttenkäse erinnert, ist nun endlich Schluss. Das ist ein Geruchsentwickler. Was ist das denn für Zeug? Aber da soll das riechen. Nach Zitrone und Limette. Ich lasse es einfach mal hier. Ist es jetzt schlau, das Feuerzeug anzumachen? Ich glaube schon. Versuch ist es wert. Ja, gut. Es ist vollbracht. Der einst so zugemüllte Wohnbereich ist nicht mehr wiederzuerkennen. Dennis und Benny haben mal wieder ganze Arbeit geleistet und eine hoffnungslos verdreckte Hütte in einen menschenwürdigen Mietkomplex verwandelt. So, es waren ziemlich lange 48 Stunden, aber wir sind endlich durch. Ja. Ich würde sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt holen wir den Tanzi mal rein. Das Endergebnis kennt der liebe Tanzi nämlich noch gar nicht. Und wir sind ganz gespannt, wie er es aufnimmt, oder? So, Tanzi, schau dir das mal an. Warte, 3, 2, 1 und hier. Geh mal rein, trau dich. Das ist deine Wohnung. Du erkennst dich wieder, aber es ist deine Wohnung. Alter, ich wusste gar nicht, dass man an diesem Bereich meiner Wohnung laufen kann. Ja, siehst du endlich mal den Fußboden? Wunderschöne Alter. Farbe. Ja. Ja, das ist mega. Danke schön. Hat sich gelohnt. Vielen Dank. Ich kann nicht zugreifen, habe ich im 18. Lebensjahr verlernt, aber ich gebe es einfach mal so die Hand. Tanzerboot, es war wirklich eine Ehre für uns, bei dir aufräumen zu dürfen. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ihr müsst bei dem YouTuber auch mal aufräumen oder vorbeischauen, schreibt in die Kommentare, guckt beim Tanzi vorbei. Der Mann ist Kult. Das war Einsatz in 4 Wänden. Daumen hoch! Ciao! Tanzi hat meine Jacke hier vergessen. Oh. Tut mir leid. Aye, aye.